Bimbalam, Bimbalam, Bimbalam. Vintage, Vintage, Vintage. Vintage. No Vintage. Vintage, Vintage 1958. Vintage Fever. Vintage, 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 Vintage. Überall. Nee, nicht überall. Das ist ja gar nicht so einfach, Vintage-Gitarren mal anzutesten. Aber beim Guitar Point in Maintal, da geht das sehr gut. Also, naja, geht es auch nicht mehr so gut, weil die haben relativ wenig im Vergleich zu früher. Da leiden die ein bisschen drunter. Also früher war die komplette Wand voll, nur Vintage und Amps ohne Ende. Das ist aber alles schon ein paar Jahre her. Und in den letzten 1, 2, 3 Jahren, da wird alles so leer gekauft. Wahnsinn. Aber es war immer noch einiges da. Und ich war ja noch nie beim Guitar Point. Ich habe mal was gekauft. Hier der, den habe ich auch schon ein paar Mal vorgestellt. Hier diesen kleinen Champ aus 1953. Den habe ich, glaube ich, so 2019 gekauft. Da habe ich den gesehen auf der Webseite. Und weil ich damals schon wusste, oh, diese Tweet-Dinger, die sind immer sehr, 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 sehr begehrt. Und dann habe ich, ohne großartig zu überlegen, einfach auf den Knopf gedrückt. Damals habe ich den nach Spanien liefern lassen. Ja, so war das. Aber Vintage-Gitarren habe ich relativ selten in meinem Leben gespielt. Ich habe neulich ja mal bei Andy Kloppmann ein paar Sachen gespielt und auch vorher schon mal diese alte 58er Burst von Peter Weihe, die habe ich 1993 mal gespielt. Da wusste ich überhaupt gar nicht, was ist überhaupt eine Burst. Und so ein großer Les Paul-Fan war ich ja auch eigentlich nie. Und dann habe ich ein paar Klampfen von Peter Weihe gespielt. Ich glaube, seine 63er Candy Apple Red Strat. Und dann hat er noch so ein paar andere Sachen. Naja. Und irgendwann auch vor 3 Jahren, da war mal beim Guitar Point eine, ich glaube, 73er oder 72er Strat, ne? Schön große Kopfplatte in Olympic White und das war auch so Player Grade. Das heißt, die hatte, irgendwas war da nicht so super duper original, weiß ich nicht mehr. War auch noch ein ganz cooler Preis und dann habe ich mir die zurücklegen lassen, aber das war dann irgendwie ein Missverständnis und auf halbem Wege habe ich dann da angerufen und dann gesagt, ja nee, die ist aber schon verkauft. Ich sage, ja an mich? Nee. Dumm gelaufen, keine Vorwürfe an irgendjemanden, aber es hat wohl nicht sollen sein und da bin ich dann aber auch nicht mehr hingefahren, da bin ich dann entnervt in der Nähe von Fulda einfach wieder umgedreht. Ja, und dieses Mal hat es geklappt, dieses Mal auf dem Weg nach Stuttgart habe ich Stopp gemacht in Maintal, Germany, beim Guitar Point. Hatte mich vorher angekündigt und habe auch gesagt, ey, darf ich ein bisschen filmen? Ja, alles kein Problem. Extra für euch vor Ort beim Guitar Point in Frankfurt, Maintal, Germany. Yeah.
Alles gut. Genau, das 71er, da merkst du schon, rein unendlich, ne? Weil es schon anders ist. Ja, es ist Poly, bei allen. Aber auch eine fantastische. Auch bei der, bei dieser Refinder, gegenüber der, Wahnsinn, was für Unterschiede. Ja. Also diese Charaktere. Thank you.
220 oder 225, ich habe vergessen. 59er ist es auf jeden Fall. Der Karton mit der 7 Karte aus. Genau. ES345 Cherry Veritone Monofied 1962 knapp 19.000 Schnapper. Thank you.
64er. Three-Tone Sunburst Early. Early, early. Early Bird. Das ist hier 2021 Fender Stratocaster 61 Carlos Lopez LPB Heavy Relic.
So, nehmen wir mal diese Refin hier. Das ist ja eine günstige. Kostet ja nur 14,5, 63er. Für eine 63er natürlich ein Schnapper, ne? Fürs Protokoll 1966 Fender Jaguar Olympic 95. Thank you.
Leute, welche Vintage-Gitarre habt ihr zu Hause rumstehen? Vielleicht habt ihr auch mehrere und findet die ganz toll. Und wenn ja, warum? Und wann habt ihr die gekauft? Und von wem? War das noch zu günstigen Zeiten, damals in den 70er, 80ern oder so? Oder habt ihr schon euer Haus verkauft, um eine Börse zu kaufen und weiterhin auf der Straße zu leben? Oder gibt es irgendwelche Diamantringe, die ihr versetzt habt? Oder vielleicht ein altes Auto gegen eine Vintage-Gitarre getauscht habt? Und so weiter und so fort. Das würde mich mal interessieren. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, ich habe vor ein paar Wochen auf Facebook so eine kleine Gruppe gegründet. Vintage-Zeug. Wie heißt sie denn genau? Vintage-Zeug-Gitars. Vintage-Zeug, Gitars, Amps, Effects. Wenn ihr da Bock habt, Interesse habt, eure Erfahrungen mal auszutauschen, dann postet da was gerne. Ihr braucht nicht vorher fragen, ob ihr ein YouTube-Video posten wollt oder sowas. Macht einfach. Ist ganz nett und warum nicht, kann man ja bringen. Ja, interessant, oder? Also ich finde schon. So, und gibt es jetzt irgendein Fazit von dieser Reise? Ja, eigentlich nicht. Außer, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, es gibt immer mal so von diesen Vintage-Gitarren, nee, ich muss so anfangen. Automatisch alt heißt nicht automatisch gut. Das ist auch eigentlich keine neue Erkenntnis. Und das war auch in dem Fall so. Ich fand zum Beispiel die 64er Strat, die ich da ziemlich lange gespielt habe, die fand ich sehr, 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 sehr gut. Und die dicke hier, die ES-300, was war es jetzt, 45, 55, die mit dem Baritone, die rote, die fand ich auch sehr, sehr gut. Welche mir nicht so gut gefallen hat, aber das ist auch Geschmackssache, war zum Beispiel die Jaguar, da konnte ich wenig mit anfangen. Ich glaube, die hat auch so ziemlich Shortscale. Mit der Elektronik bin ich zu doof, weiß ich nicht genau. Ich fand die Klang schön, aber ich konnte da nicht so gut drauf spielen. Ja, macht ja nichts, ne? Und ich fand's ganz interessant, es ist auch eigentlich wie immer, wie unterschiedlich auch diese alten Gitarren sind. Na, guck mal, diese 63er Fiesta Red, die Refin, im Gegensatz zur 64er, das waren wirklich wahnsinnige Unterschiede. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr mal in der Nähe von Frankfurt seid, dann guckt da mal rein. Das sind total nette Leute. Vielen Dank nochmal an Fred und Dennis und Till für die freundliche Aufnahme. Das war ganz toll. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, hatte ich aber nicht. Aber sowas kann man ja auch nochmal wiederholen mit den Taschen voller Geld. Na? Also es ist schon ein Wahnsinn geworden. Ne? Guck mal, die 64er, wo glaube ich gar nicht alles super duper original war, kostet 28.000, 29.000 Euro. Puh. Ja, sorry hier für mein heute etwas verschnupfte Angelegenheit. Ja, ein kleines Souvenir aus Süddeutschland mitgebracht. Ist aber alles schon wieder ziemlich in Ordnung. Aber noch nicht ganz. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Bis die Tage. Hier soll ich nochmal meine alte
sieht stark aus.